Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling aus Dorsten. Wir haben heute den 9. November 2018. Vor einigen Wochen habe ich ein Bild von mir veröffentlicht, wie ich am Klavier sitze, und zwar an diesem Klavier. Das ist ein elektronisches Klavier oder E-Piano. Und in diesem Video möchte ich mal ein paar Klangbeispiele davon geben. Der Standardklang ist Klavier, und dafür nehme ich als Beispiel aus der A-Dur-Sonate von Mozart. Zweites Klangbeispiel, Cembalo, natürlich vor allem interessant für Barockmusik. Dafür als erstes Beispiel aus der Courante D-Dur von Bach. Zweites Beispiel für Cembalo aus der E-Dur-Sonate von Scarlatti. Zum Abschluss Klangbeispiel Streichinstrumente. Das Foto, von dem ich am Anfang gesprochen habe, bitte am Klavier, hatte ich überschrieben mit Bist du bei mir? Und zwar gibt es eben ein Lied von Johann Sebastian Bach und Stölzel. Bist du bei mir, gehe ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruhe. Ach, wie vergnügt wäre so mein Ende. Es drückten deine schönen Hände mir die getreuen Augen zu. Das Lied ist eng verknüpft für mich um meine Zeit in der Vatikan II-Sekte. Ich wusste damals nicht, wie verlogen, wie abscheulich, wie verkommen die Vatikan II-Gülle ist. Jetzt weiß ich das und habe mich von der völlig getrennt, also weit, weit hinter mir gelassen. Aber die Erinnerung an das Lied Bist du bei mir stört mich dann nicht. Also ich
kann mit meiner Vergangenheit leben. Ich muss mich da nicht vor irgendwelchen Teilen meiner Vergangenheit flüchten, die damals gut waren, nämlich die sind heute auch noch gut. Und dazu zählt eben auch das Lied »Bist du bei mir?«.